Vom Winde verweht, Dr. Chivago, an diese Glanzlichter in unserem Spielfilmprogramm werden Sie sich ganz sicher noch erinnern, verehrte Zuschauer. Heute kann Ihnen das ZDF nun einen weiteren unvergessenen Kinoklassiker erstmals im deutschen Fernsehen präsentieren, den legendären Großfilm Ben Hur aus dem Jahre 1959. Dieser Film errang die meisten Oscars, die bisher einem einzelnen Film verliehen wurden, 11 an der Zahl. Die begehrte Auszeichnung erhielten unter anderem der Film selbst als bester Film des Jahres, der Regisseur William Wyler und der Hauptdarsteller Charlton Heston. Erzählt wird die Geschichte des Fürsten Juda Ben-Hur, der zur Zeit Christi in Palästina lebt und der durch die historischen Ereignisse dieser Zeit in dramatische und abenteuerliche Konflikte verwickelt wird. Zu den Höhepunkten des Films gehören die spektakuläre Seeschlacht und das vielgerühmte und vielbestaunte Wagenrennen, das über Leben und Tod des Helden und seines Widersachers entscheidet. Das ZDF zeigt diesen Film übrigens in der Stereotonfassung. Ich wünsche Ihnen nun spannende Unterhaltung bei der aufregenden und zugleich anrührenden Geschichte von Ben Hur.